Und willkommen zurück, ihr kleinen Lobbys, bei The Forest. Ja, wie ihr seht, ist das eine neue Session, denn in der letzten Folge, oder beziehungsweise von der letzten Folge an, kam am nächsten Tag ein Update raus. Ich will jetzt hier rein. Und seit dem Update konnte ich meinen Spielstand nicht mehr laden. Das ist richtig beschissen. Und es buggt auch schon wieder umher. Ich muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen was snacken. Zu mir kommen. Und dann müssen wir wieder an Land rennen. Weil wir ja jetzt... Hallo? Nimmst du die Sache? Hallo? Ja, und wir machen erstmal wieder ein paar Sachen hier fertig. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Seit dem Update sind nämlich ein Geta-Spiel nicht mehr so. Also ist jetzt ein bisschen blöd, dass mein Speicherstand weg ist. Das finde ich richtig schade. Weil wir haben uns gerade so schön ausgerüstet. Wir haben uns gerade so ein Lager am Wasser gebaut. Und jetzt ist alles futsch. Das ist schade. Das ist richtig schade. Weil jetzt ist das Problem, ich muss hier schnell wieder weg. Ich muss unbedingt ans Wasser. Und mir in dieser Folge noch, hörst du mal auf, danke. Und mir so ein, ja genau, wieso nicht, ich starte und jetzt fängt es an zu regnen. Und das Problem ist, wir müssen uns jetzt ans Wasser begeben irgendwie. Hier sind Schwäne. Flötanten, Vorne sind Zelte. Hier sind Koffer. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das aussieht mit diesen ganzen Kannibalen jetzt. Ich versuche mich jetzt einfach. Oh nee. Was ist das da hinten? Okay, wie es aussieht. Ja, wie gesagt, ist eine Alpha. Nicht wundern über die ganzen Lags. Weil dann ist es halt so. Da ist Wasser. Das finde ich gut. Da werden wir auch hinlaufen, Leute. Da lasse ich mich auch gar nicht auf. Was war denn das? Oder? Was sind denn das? Oh, ein Regenbogen. Weil das ist jetzt für mich auch hier alles Neuland. Nach dem Update, dass alles weg ist. Richtig schade. Aber wie ich sehe, das Gute ist... Wir sind direkt an so einem schönen Strand. Oder wisst ihr, wo ich mich hinquartiere? Hin zu diesen Containern. Ist zwar ein kleines Streckchen dahin. Aber ich finde, so hat man schön alles im Blick. Genau. Hier fliegt erstmal alles durch die Luft. Ich weiß auch nicht, worauf ich mich einlassen werde. Aber... Wir werden es sehen. Wir bauen hier erstmal. So, dann brauchen wir jetzt auch 8 Holzstämme. Laufen wir wieder zurück. Weil wir brauchen ja einen Speicherpunkt bis zum Ende der Folge. Und das ist sehr wichtig für mich. Gleich haben wir wieder Durst. Oh Mann. Aber das finde ich wirklich schade. Nach dem Update, dass dann alles weg ist. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. Wenn das immer so sein sollte, ist das richtig blöd, weil dann werde ich kein Update machen. Und wieso fliegen hier diese ganzen Packungen durch die Luft? Dann läuft auch einer rum von den Bauern. Wisst ihr, was ich mache? Ich holze diesen dicken Baum ab. Ich glaube, da kommt genug raus an Holz. Ich habe nichts mit dem am Hut. Ja. Will jetzt etwa zu mir oder was? Ich laufe doch schon weg. Und da fliegen wieder Sachen durch die Gegend.
So, brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Holz. Jetzt läuft er weg. Wieso wollen die denn jetzt alle zu mir kommen? Geh doch weg! Okay, vor mir spawnt direkt ein Tier. Ich sag es dir. Provozier mich nicht. Jetzt hau doch ab! Hau ab, habe ich gesagt. Wieso nicht gleich so? Wieso nicht gleich so, wirklich? Jetzt rollt die Sch. Nee, nicht ins Wasser, bitte nicht. Ich glaub's nicht, ey, Leute, wirklich. Kommen die jetzt wegen der Tusse da an, die ich da angegriffen habe, oder was? Oh Mann, ich find's wirklich schade, dass es jetzt so rumbuggt. Hier, deine Tusse kannst du nicht mehr retten. Hier, weißt du was? Hier, guck dir das mal an. Zack, ist er tot. Nö. Jetzt hole ich das restliche Holz und baue die Hütte fertig. Und ich werde mich von denen nicht stören lassen. Außer wenn ich jetzt in den Wald laufe, weil da wollen sie mich ja eigentlich nicht haben. Die wollen mich ja aus dem Wald verscheuchen. Aber das können sie knicken, können sie das. Dick fett knicken. So. Geht bloß weg, ey. Darauf habe ich keine Lust. Null Bock. Okay. So. Das sieht gut aus gerade. Sieht wirklich gut aus. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben was zum Speichern. So, und jetzt kann ich darüber. Beziehungsweise jetzt kann ich ein bisschen die Container angucken. Oh, nicht im Ernst. Nicht im Ernst. Was hier alles rumliegt. Darauf habe ich eben gar nicht geachtet. Sehr geil. Das finde ich richtig cool, dass hier Sachen sind, die vorher, wo ich da nicht so drauf geachtet habe. Aber es ist richtig gut. Kommt, wie es aussieht durch diesen Flugzeugabsturz. Wenn ich jetzt Tücher finden würde, hätte ich, glaube ich, so übelst viel an Molotows. Das wäre unbeschreiblich. Ah, okay. Leute, mit C kann man, wie es aussieht, jetzt speichern. Deswegen ist, wie es aussieht, auch der Speicherstand weg. Weil man jetzt mit C speichern kann. Weil die da, wie es aussieht, was geändert haben. Na los. So, remove. Dass wir jetzt erstmal unseren Speicherplatz haben. Und ich hungere. Das ist blöd. Weil ich habe nicht wirklich was zu futtern da. Scheiße. Ja, müssen wir uns erstmal in der nächsten Folge wieder ein bisschen umgucken. Also Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder bei The Forest. Und das läuft hoffentlich besser. Und ja, mal gucken. Nochmal kurz die Axt ausprobieren. Nee, buggt immer noch rum. Okay, Leute, dann würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns morgen. Tschüss.